Herzlich willkommen zu unserem Videogottesdienst, heute schon am 2. Advent. Wir stellen uns unter das Zeichen unseres Gottes im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute, der 2. Adventssonntag, fallen zwei Dinge zusammen. Zum einen haben wir natürlich die zweite Kerze am Adventskranz angezündet, aber das ist heute das Besondere. Gleichzeitig feiern wir auch noch das Fest des heiligen Nikolaus. Sicherlich für alle Kinder ein ganz besonderer Tag heute. Mal sehen, ob wir heute vom Nikolaus auch noch ein bisschen was zu hören bekommen. Im Advent, im Advent. Wir hören aus dem Evangelium, wie Markus es aufgeschrieben hat. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Es begann, wie es beim Propheten Jesaja steht: Ich sende meinen Boten vor dir her. Er soll den Weg für dich bahnen. Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Und so trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündete Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren. Ich habe euch nur mit Wasser getauft. Er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Ja, wir sollen dem Herrn den Weg bereiten, so haben wir es gerade im Evangelium gehört. Unsere Herzen öffnen für das, was Gott uns schenkt. Und Hindernisse aus dem Weg räumen, damit er kommen kann. Und ein Wegbereiter ist auch der heilige Nikolaus. Er hat dafür gesorgt in seinem Leben, dass die Menschen ihre Herzen öffnen. Und, wenn ich es richtig höre, dann kommt sogar der Nikolaus heute zu uns. Ach, das ist doch für eine beschwerliche Reise heute wieder hierhin. So, meine Sachen hier abstellen. Hallo, liebe Kinder und liebe Familien. Ich denke ja mal, ihr kennt mich, den Nikolaus. Jetzt mal eben sehen, dass ich meinen Stab vielleicht mal eben zur Seite stelle. Einen Moment noch. So. So, ja.
So wird's gut gehen. Ja, ich denke ja mal oder hoffe, dass ihr mich kennt. Ich bin ja schon sehr alt. Im Jahr 280 bin ich geboren, so ungefähr. Das ist 1700 Jahre schon her. Damals in Myra. Heute ist das in der Türkei. Und vielleicht kennt ihr ja auch die Geschichte, die man sich von mir erzählt. Ich habe nämlich damals schon gerne Geschenke verteilt. Ich habe mitbekommen, wie in der Nachbarschaft ein Vater mit seinen drei Töchtern in Not geraten ist. Die Töchter wollten heiraten. Aber wie das damals so war, da brauchte man eine große Aussteuer, was man den jungen Mädchen mitgeben musste, wenn sie heiraten wollten. Naja, und die Mädchen konnten nicht heiraten, weil der Vater das Geld dafür nicht hatte. Das hat mich schon sehr bewegt damals, wie mich auch heute Not noch bewegt. Und da habe ich mir gedacht, ich habe da doch so einen goldenen Apfel und den habe ich abends in der Dunkelheit der Familie durchs Fenster geworfen und bin schnell wieder nach Hause gegangen. Und am nächsten Abend habe ich gedacht, naja, der Mann hat ja noch mehr Töchter, vielleicht will die zweite ja auch heiraten. Ich hatte noch einen zweiten goldenen Apfel und den habe ich in der nächsten Nacht heimlich in das Fenster gegeben. Dann habe ich gedacht, aller guten Dinge sind drei. Ich habe noch den dritten Apfel für die dritte Tochter. Die ist zwar ein bisschen jünger, aber die will bestimmt auch heiraten. Aber an dem Abend hat sich der Vater auf die Lauer gelegt und hat mich, heute würde man sagen, erwischt, wie ich denn den Apfel durchs Fenster geschmissen habe. Ich habe ihm gesagt, er soll es nicht weitererzählen. Aber wie die Menschen so sind, natürlich hat er es doch getan. Und ein wenig später brauchten die Menschen, die Christen in Myra, einen neuen Bischof. Und da haben sie mich ausgewählt, weil sie wohl dachten, naja, der Nikolaus, der kann den Menschen gut von Gott und von Jesus erzählen und zeigen, wie man das machen muss, wenn man sich an Jesus orientiert. Und weil ich damals den drei Töchtern die goldenen Äpfel geschenkt habe, deswegen werden an meinem Gedenktag heute auch noch die Kinder beschenkt. Ich habe euch heute auch Geschenke mitgebracht. Mal sehen, was in meinem Sack drin ist. Aber das sind ganz besondere Geschenke. Die sind nämlich nicht so zum selber behalten, sondern das sind Geschenke zum Weiterverschenken. Mal gucken, was das erste ist. Ah, das erste Geschenk, fast das Wichtigste, ist die Liebe. Eure Liebe zu den Menschen könnt ihr ganz gut weitergeben. Können Sie mir mal helfen, junge Frau, das hier einmal abzustellen? Und dann kommt noch mal das zweite Geschenk hier raus. Ah, die Freude. Mit Freude lässt sich das Leben viel leichter leben. Wenn man freundlich ist und freudig ist, steckt das andere Menschen an, dass sie auch Freude empfinden. So, stell das mal dazu, Mädel. Oh, mein Rücken. Ah, muss mich ganz tief runterbeugen hier. Was haben wir denn hier? Ah, die Hoffnung. Gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit, wo ihr von dieser Krankheit immer reden müsst, ist die Hoffnung ein wichtiges Geschenk, die Hoffnung darauf, dass es im nächsten Jahr besser wird. So, bitteschön. Und ein Geschenk habe ich hier noch drin in meinem Sack, ganz unten. So, Geduld. Geduld ist auch ganz wichtig, wenn ihr denn mal mit anderen Leuten zusammen seid und man sich gegenseitig so ein bisschen auf die Nerven geht, ist Geduld mit sich selber und den anderen auch was ganz Wichtiges. So, bitteschön. Ja, mein Sack ist jetzt leer. Ich hoffe, dass ihr meine Geschenke gut auch die anderen weitergebt. Und ich sage euch jetzt noch einen schönen Nikolaustag. Und denkt dran,
bringt die Geschenke zu den anderen Menschen weiter. So, jetzt gehe ich mal wieder weiter. Dir den Stock. Ah, das ist aber sehr freundlich und aufmerksam. Dankeschön. Ja, wie Nikolaus schon gesagt hat, es gilt, den Weg zu bereiten für Gott, dass er bei uns ankommen kann. Er macht sich auf den Weg zu uns und so wollen auch wir uns auf den Weg zu Gott machen. Und dafür bitten wir ihn um seine Hilfe. Bereitet dem Herrn den Weg kann heißen, Liebe in die Welt zu bringen. Hilf, dass wir gut miteinander umgehen und andere annehmen, wie sie sind. Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein, seht auf des Lichtes Schein. Bereitet dem Herrn den Weg kann heißen, Freude in die Welt zu bringen. Schenke allen, die einsam und allein sind, deine Nähe. Hilf uns, anderen auch in dieser schweren Zeit Freude zu bereiten. Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein, seht auf des Lichtes Schein. Bereitet dem Herrn den Weg kann heißen, Hoffnung in die Welt zu bringen. Schenke allen Menschen, die Angst haben, die mutlos und traurig sind, neue Hoffnung. Hilf uns, immer wieder Licht für andere Menschen zu sein. Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb. Bereitet dem Herrn den Weg kann heißen, Geduld zu haben. Schenke uns besonders in dieser Zeit Geduld, wenn wir auf viele Dinge verzichten müssen. Und lass uns auch mit anderen Menschen geduldig sein. Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und all unsere Bitten wollen wir nun zusammenfassen in dem Gebet, das Jesus schon mit seinen Freunden gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Für heute und für die kommende Woche. Für uns und für alle, an die wir in diesem Gottesdienst gedacht haben. Und so segne uns der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Zum Abschluss möchte ich noch mal einladen. Der Nikolaus bringt Geschenke, haben wir gehört. Und er hat auch Geschenke in unsere Kirchen gebracht. Für jede Familie gibt es eine solche Tüte, steht in den Kirchen bereit. Mit einigen Dingen vom heiligen Nikolaus, aber auch mit einigen Dingen, wie ihr anderen Freude bereiten könnt und die Adventszeit ein bisschen zu verkürzen. Viel Spaß damit!
dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht. Denn dein Licht kommt. Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht. Denn dein Licht kommt.